Willkommen zurück bei den Idioten Knorker mit Bioshock Infinite in Kooperation mit den Hardware-Profis von One.de. Ja, nun sind wir hier in dieser, würde ich sagen, Bahnhofstation nach Monument Island. Sieht aber alles nicht so wirklich, nicht so offen und willkommend heißend aus. Alles zu. Ticket. Maschine, na, Ticket-Schalter drin sieht es auch ziemlich chaotisch aus. Und bei Soldaten hier, also das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen lustig werden. Ja, hier ein paar Soldaten, brutzeln, abschnippeln, whatever. Aber jetzt habe ich eine Idee. Erstmal da drin ein bisschen aufräumen lassen. Achtung und Spaß! Dammit, jetzt, na also. Dann ist irgendwie ein Eckchen suchen und versuchen. Okay, hier ein bisschen Deckung zu finden. Die kommen jetzt nicht von rechts und links, vermute ich mal. Zack. So, schon mal drei weniger, aber die Musik sagt immer noch, da ist was los. Okay, gehen wir mal rüber. Ah, ja. Zack! Und zack! Eine Sauerei hier. Eine Sauerei. Na, warte, Freundchen. Aha. Kopfschüsschen. Das war ein Pfui-Teufel. Oh, da ist nochmal einer. Ja. Mal die Maschinenpistole hier austesten ein wenig. Okay. Musik vorbei? Musik vorbei? Ja, gut. Hey, wir haben es geschafft. Das ist irgendwie zu einfach. Weiß auch nicht. Irgendwie ist es zu einfach. Naja. Silberner Igel, nochmal viele Igel. Und, ach ja, da war ein Verkaufsautomat hier. Mal sehen, was da ist. Mal ein bisschen aufräumen, Silber Igel. Ja, ich habe nicht mehr Leben verloren. So gut bin ich auch ja nicht in Shooter-Spielen, von daher. Oh, Salz. Limonade. So, haben wir hier. Gesundheitskit, Gesundheitssalz, Munition. Ne, brauchen wir alles nicht. Haben wir alles genug. Hier. Oh, das ist aber teuer. Nee, so viel Kohle habe ich nicht. Schade. Schade. Für meine Sicherheit, so. Gut. Ja, und das Gute ist, ich habe den Geschützturm erstmal übernommen. Der hat ein bisschen aufgeräumt. Und die haben ihn gleichzeitig auch für mich dann, ja, in die Luft gejagt. Also musste ich mich um diesen schon mal nicht mehr kümmern. Praktisch. So. Alles zu. Ja, wie schon gesagt, sieht alles sehr zu aus. Oh, Salz. Okay. Sieht alles sehr zu aus. Hier habe ich das hier nicht genommen. So. Hotdog stand zu. Ja, Polizei. Nicht durchtreten. Nicht crossen. Ja, nicht übertreten wahrscheinlich eher. Oh, ist aber was? Nee. Ja, wie gesagt, nicht viel los hier. Also das war wahrscheinlich auch mal hier wie ein schöner echt Bahnhof, wo einiges los ist, wo hier Züge rein rauskommen. Wobei hier sind wahrscheinlich eher die Gondeln und nicht die Züge. Okay, genug Munition haben wir auch. Ah. Ja, sehr schön. Gut. Oh, was ist denn da? Story geschlossen. Mal schauen, ob da wir noch irgendwie was finden. Am liebsten natürlich silberne Igel. Nix. Da. Banane, Zigaretten. Ne, haben wir alles. Haben wir alles nicht. Wir sind wieder randvoll mit Gesundheit und Salz. Gesalzener Hund, Salty Dog.
Oh, da ist ein Täschlein hier. Eine Handtasche. Silberigel. Yay. So. Okay, mal sehen, ob wir hier noch abräumen können. Kippen, Getränke. Schreibt sich gleich suchen, ist leer. Pistole. Ja. Wir haben ja. Oh, da was drin? Ah ja, Gold. Geld. Nicht Gold, Geld. Oh, einiges. Ja, also wie ich bin noch relativ am Anfang des Spieles, von daher werde ich wahrscheinlich auch noch jede Menge, ja, hoffe ich mal, Coins bekommen, um mir dann auch solche Erweiterungen kaufen zu können. Oder blinkt was? Was blinkt denn da? Was blinkt denn da? Ja. Mehrere Silver Eagles. Na. Na. Jetzt. Ich komme gar nicht rein hier. Nee. Gut, denke ich mal, dass ich nach genug Geld haben werde, um mir auch mal solche Erweiterungen hier kaufen zu können. Die Uyghur-Erweiterung hier, diese Krähen-Falle-Hilfe, Teufelskuss-Hilfe. Fügt Mini-Cluster. Okay, für einen, der kein Englisch kann, was ist ein Mini-Cluster? Oder Cluster? Nein. Aber ich finde es echt einfach scheiße. Wenn sie übersetzen, dann sollen sie wirklich konsistent alles übersetzen. Das ist auch einer, der kein Englisch kann, komplett versteht. Aber vielleicht will er auch so ein Spiel gar nicht spielen, wer weiß. Okay, größerer Wirkungsbereich, mehr Schaden, Krähenfalle. Mhm, dass die Opfer von Killer-Krähen zu Killer-Fallen werden. Oh, das ist praktisch. Das kann man auch schon taktisch sehr klug einsetzen. Fahren Sie Gondeln, geschlossen auf Anordnung. So. Aha. Achso, nee, ist kein Geschützturm, es ist nur ein Schaffner. Ding, 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 ding. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Gondeland Island. Sie müssen gehen. Oh. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Aha. Die Skylines, ha? Huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Okay, jetzt wird's lustig. Schauen wir, es ist eine Achterbahn, vermute ich mal. Achterbahn. Ist irgendwas? Mhm. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Hm, okay, der hat eine kugelsichere Weste an. Gut, dann, ja. Von hier aus komme ich an die Skyline. Ah, dann. Und zack, los geht's. Oh. Yippie. Okay, auf Abschub. Anvisieren, Y. Ah, okay. Na, mal zurück, der war hier. Ah, nicht getroffen. Aber jetzt treffe ich ihn. Achtung, Achtung, Achtung. Jutza, zack! Yay! Oh, oh, dann der nächste. Hä? Ja. So, oh, what? Oh. Ah, aha. Ja, die lösen sich einfach hier in Wohlgefallen auf, wenn ich es einmal hier mit meiner Faust geschlagen habe. Okay, was gibt's hier? Nettes. Hat sich doch gelohnt, hier einen kleinen Zwischenstopp zu machen. Ja, mehr Salz. Mehr Salz. Gut. Gut, genau. Ja, brauchen wir alles nicht. Wir sind rappelvoll. Wir haben eine Möglichkeit, die Fracht, die das Skyline blockiert. Ja, also hier blockiert es ja nichts, ne? Wo geht's weiter? Ich glaube, die Richtung. Oh, nächster. War nur einer? Nur einer? Okay. Nur ein Soldat. Ja. Oh, Munition wieder voll. Also, ja. Munition immer voll. Gesundheit immer voll. Ja, gut, vorhin war es ein bisschen knapp. Ja, da war ich einfach auch blöd. Also in der letzten Folge. Hab ich einfach nicht aufgepasst.
Oh, ein Voxbophon. Aha, Herr Comstock. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Ja, das will ich mal sagen, ist sehr vermessen. Eine zweite Sintflut zu initiieren. Okay, so, ja gut. Dass das schon hier ein bisschen größenwahnsinnig ist, ich denke mal, das haben wir so langsam mitbekommen. Weiter geht's. Zacki. Gas geben. Bremsen. Ah, Gas geben. Y. Langsam und jetzt Achtung. Und zack. Funky Bonk. Ja, also wie gesagt, wenn die immer diesen Biber auf der Schnauze haben. Nein, wow, das wollte ich doch gar nicht. Damn it. Oh, da ist noch einer. Wo ist denn der? Wo ist der? Ups. Oben am Balkon. Ah ja, okay. So. Gut. Noch jemand? Noch jemand? Will noch jemand? Braucht noch wer was? Nein, ich denke mal nicht. Schließkassette, Salz, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas Brauchbares? Ah, scheint hier auch wieder blockiert zu sein. Wir müssen da rüberkommen, irgendwie. Auf die andere Seite, auf den Balkon, whatever. Gut. So. Tchaikovsky. So, was drin? Edition. Oh Gott. Bananenblues, ja, wir haben ja alles. Ja gut, vielleicht ist Salz drin. Ja, richtig. Hey, sehr schön. Zack. Ihm nach? Wo? Ihm nach. Ah, und. Boing. Rang, rang, rang. Silberner Igel, lang, lang, lang. Sieht aber nicht sehr aufgeräumt aus hier. Scheint eine wilde Party gewesen zu sein. Wilde, ja, Autorenparty, Leseparty. Hm. Gut, geht's irgendwie weiter. Ra! Zack! Ja, mir nicht zu nahe kommen, ich stehe unter Strom. So, was haben wir denn hier noch? Ein Buch? Ja, es war echt hier irgendeine Leseparty. Portemonnaie. Salz ist voll. Ah, und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, drum ist blockiert. Und Tchaikovsky. Gib Gas. Wo ist... Ah ja, hier. Sag ihm. Steige es. Trete zurück! Okay. Mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Vater Washington, erhöre mich. Vater Washington. So. Unser Prophet. Und die beten ihn ja alle fleißig an. Okay. Hebel bitte. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel.
Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Okay. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Wir wollen das Lämmchen stehlen, auf den falschen Pfad führen. Jungs, darf ich mal? Ach ja, ich habe volle Munition. Na gut. So. Ja, die Zeit ist fast um. Aber wir müssen... Geh zurück! Oh! Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich auf den Zeppelin kommen hier. Oh, oh. Okay. Und... Boingi. Bombs. So. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Okay. Steuerung finden. Monument Island. Steuerung. Mir schwant nichts Gutes hier auf diesem komischen Luftschiffe. Öffne der Tor. Aha. Oh, Lady. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Na dann. Okay, gib Gas. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Wie? What? Oh, nein! Oh! Weib! Zack. So, gut geht's. Gib Gas. Selbstmordattentäterin ist ja unglaublich. So. Gut. Wir haben es. Oh, oh, der schmiert ab. Der Zeppelin schmiert ab. Oh. Schmiert ab, hinab ins Sodom. Naja. Okay. Gut, ja. Ich denke mal, das war's für heute. Zeppelin abgeschmiert. Ich bin jetzt hier Monument Island. Und... Der Turm, der das Lamm beschützt. Und uns vor dem falschen... Ah ne, the Tower Praise the Lamb, okay. Ja, das Lämmchen vor dem mir bösen, falschen Propheten. Propheten, sag ich schon. Hirten beschützt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Nacht, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Bye-bye.